Fritzbox mit oder ohne Splitter? Jetzt bei Frag Fritz. Der Stefan hat uns gefragt, ob er seine Fritzbox noch an einem Splitter betreiben muss. Und Stefan, das hängt davon ab, ob dein Anschluss schon auf IP umgestellt wurde. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal vorher an, was so ein Splitter eigentlich macht. Ihr habt in eurem Haus, eurer Wohnung wahrscheinlich so eine THE-Dose, die kommt von einem Telefonanbieter und war ursprünglich für Telefonie gedacht. Telefonie über Analog oder ISDN-Festnetz. Dann kam schnelles Internet über DSL dazu, über die gleiche Leitung. Und da kam der Splitter ins Spiel. Denn der sollte genau diese beiden Signale, also die Festnetztelefonie, analog ISDN, von DSL trennen, damit, wenn ihr beides gleichzeitig nutzt, es dann nicht zu Störungen kommt. Eine Fritzbox, die kann ja beides. Die kann sowohl Festnetztelefonie, analog und ISDN, als auch Internet über DSL. Da ging ein Kabel raus, was sich dann aufgesplittet hat, und dann ging einmal das DSL-Kabel, das graue, in die DSL-Buchse und das schwarze für Telefonie, hier in dem Fall für Analog-Festnetz, in den Splitter oben rein. Jetzt haben die Telefonanbieter gesagt, das machen wir so nicht mehr. Wir machen Telefonie jetzt auch über das Internet, über IP. Das heißt, jetzt kam nur noch DSL aus dieser Dose und da musste also auch nichts mehr getrennt werden. Das heißt, der Splitter wird überflüssig. Also ziehen wir den mal raus und entfernen den mal. Der Festnetzanschluss der Fritzbox für Analog-ISDN-Festnetztelefonie wird jetzt natürlich auch nicht mehr benötigt. Das DSL-Kabel, das muss jetzt mit dieser THE-Dose verbunden werden. Aber da haben wir ein kleines Problem, das passt nicht. Nun könnte man sagen, da nehme ich einfach diesen Adapter und stecke den hier rauf. Aber Vorsicht, da steht extra TEL für Telefonie drauf. Der ist wirklich für die Festnetztelefonie. In eurem Fritzbox-Karton muss es aber auch noch so einen in Grau geben, der genau für diesen DSL-Anschluss da ist. Und wenn ihr den Fritzbox-Karton schon in der Hand habt, dann guckt doch einfach mal, ob da nicht auch noch dieses DSL-Kabel drin ist. Denn das hat nur noch zwei Anschlüsse. Einen für die Box und den anderen passend für diese Telefondose. Und dann läuft Internet, DSL, Telefonie, alles über dieses eine Kabel. Also Stefan, ob du noch einen Splitter brauchst oder nicht, hängt davon ab, ob du schon über Internet-IP telefonierst oder noch das alte Analog-ISDN-Festnetz nutzt. Dann brauchst du den. Hast du einen reinen IP-Anschluss, brauchst du ihn nicht mehr. Ich hoffe, deine Frage ist damit geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir werden sie lesen und vielleicht schon im nächsten Frag Fritz beantworten. Bis dahin und tschüss.